Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Elisabeth Bertsch. Schönen Mittwoch. Jetzt gibt es neue Hoffnung für die Dornbirner Kinderonkologie. Das berichten heute die VN. Eine Ärztin beginnt im Herbst ihre onkologische Ausbildung in Innsbruck. Das Land Vorarlberg übernimmt die Kosten dafür. Im Gegenzug muss sich die Ärztin zu einer Anstellung im Spital Dornbirn verpflichten. Künftig kann sie krebskranke Kinder in Notfällen versorgen. Um in Zukunft Plastikmüll zu vermeiden, plant die EU ein Verbot. Strohhalme und Einweggeschirr sollen dann Geschichte sein. Was kann jeder Einzelne tun, um Plastik zu reduzieren? Harald Dreher von der Abfallwirtschaft Vorarlberg. Ich glaube, die Wiederverwendung von dickeren Kunststofftragetaschen wäre ein guter Vermeidungstipp. Ebenso die Vermeidung von mehrfach eingepackten Lebensmitteln oder überhaupt, dass man selber Verpackungsmaterial mitbringt. Jährlich werden in Vorarlberg rund 11.000 Tonnen Plastikmüll gesammelt. Aufmerksame Nachbarn haben in Hohenems einen größeren Brand verhindert. In der Nacht auf heute hat in der Erlachstraße ein Holzschuppen aus unbekannter Ursache Feuer gefangen. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr konnten die Nachbarn mit Handfeuerlöschern bereits Schlimmeres verhindern. Das Feuer ist zum Glück nicht auf die angrenzenden Wohnhäuser übergegangen. Und fast 1.000 Schüler aus Vorarlberg haben in Bregenz eine Kinderoper erlebt. Die spezielle Carmen-Produktion der Festspiele hat die Kinder gestern auch zum Mitsingen animiert. Vielen Dank fürs Zusehen und bis Freitag.